somit komme ich zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Zahl der abgegebenen Stimmen beträgt 46. Ungültig davon 18. Gültige Stimmen 28. Somit entfallen 28 Stimmen auf MGK und ich stelle aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses fest, dass MGK zur Bürgermeisterin gewählt ist. Bürgermeister viel für unsere Stadt geleistet hat
Und dafür möchte ich mich noch einmal stellvertretend bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich habe das noch gut in Erinnerung. Nach der Amokfahrt im Juni 2015 war sein Beitrag für den Zusammenhalt der Menschen und für die Beruhigung der Lage damals sehr wichtig. Damals ist es auf jedes Wort und auf jede Geste angekommen. Und allein für diese Umsicht in diesen Stunden gebührt ihm der Dank. Ich denke auch an seinen Vorgänger Alfred Stingl, für den Menschenrechte und Soziales Leitsterne des Handelns waren und sind. Ich denke an die verstorbene Stadträtin Dagmar Krage und, das sei mir gestattet, liebe Kolleginnen, an Ernest Kaltenegger, von dem ich viel gelernt habe, seit ich 1993 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt worden bin. Und ich denke an die vielen Bediensteten im Magistrat und im Haus Graz. Sie sind es nämlich, die dafür sorgen, dass unsere Stadt funktioniert. Ohne sie geht nichts. Politikerinnen kommen und gehen. Die städtischen Bediensteten und alle Mitarbeiterinnen unserer Beteiligungen und der Holding sind es, die für die Stabilität sorgen. In den 16 Jahren als Stadträtin habe ich immer das Gespräch mit Ihnen gesucht und es ist mir wichtig, dass wir Ihnen seitens der Politik die Wertschätzung entgegenbringen, die Sie auch alle gebühren verdienen. In den Tagen und Stunden vor der heutigen Wahl, meine Damen und Herren, ist mir natürlich sehr viel durch den Kopf gegangen. Ich möchte mich für die guten Worte einiger Rednerinnen auch ganz herzlich bedanken. Wer hätte das gedacht, dass ich die erste Frau im Bürgermeisterinnenamt meiner Heimatstadt werden würde? Noch dazu als Mitglied der KPÖ, noch dazu als Tochter eines Schlossers. Wer hätte das gedacht, als ich in der Nähe der Dresdner-Siedlung aufwuchs, dort, wo es damals noch Baracken gegeben hat? Ich jedenfalls, geschätzte Kolleginnen, nicht. Und ich habe an diese riesige Verantwortung gedacht, die wir alle in diesem Saal heute hier gemeinsam natürlich haben. Wir, KPÖ, Grüne und SPÖ, wollen einen neuen Weg für Graz gehen, in einer Zeit, in der sehr vieles unsicher geworden ist. Niemand weiß, wie sich die Corona-Krise weiterentwickeln wird. Wir alle fühlen aber, dass die Politik nicht nur Maßnahmen setzen muss, die notwendig und vernünftig sind und nur deshalb, weil sie das sind, mitgetragen werden. Sie hat vor allem die Aufgabe, die Menschen zusammenzuführen und niemanden, ich wiederhole, niemanden aus unserer Gemeinschaft auszugrenzen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, weil die Leidenschaften oft sehr hoch gehen und auch weil da und dort Zündler am Werk sind. Aber wir alle sind Graz, das gilt auch in diesem Zusammenhang. Wie überwinden wir den Pflegenotstand? Wie können wir Verbesserungen im Gesundheitswesen erleichtern? In unseren Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen? Wer wird die Kosten der Krise zahlen? Was tun wir, damit die Teuerung die Kluft zwischen Arm und Reich nicht noch größer macht? Wie können wir auf der Ebene der Stadt wirksame Maßnahmen gegen die Inflation setzen? Ist der Frieden für unsere Zeit wirklich gesichert? Sollte uns die Häufung von Konflikten in vielen Teilen der Welt und auch in Europa nicht aufrütteln und dazu bringen, mehr für Frieden und auch Entwicklung zu tun? Wie geht es in der Klimakrise weiter? Finden wir in unserer Stadt Möglichkeiten für einen wirksamen Klimaschutz und gegen die Verschwendung von Ressourcen? Das sind Fragen, die einen durch den Kopf gehen. Wir versuchen in unserem Arbeitsprogramm Antworten darauf zu geben. Aber das genügt nicht. Wir dürfen auf keinen Menschen vergessen, ohne zu wissen, wie die Mehrheit der Bevölkerung Tag für Tag lebt, ohne dass wir mit vielen Schicksalen mitfühlen, ohne Empathie wird es nicht gehen. Ich könnte viele Beispiele aus Beratungen und aus den Sprechstunden aufzählen, die das beweisen. Und um diesen Kontakt natürlich auch nicht zu verlieren, werde ich auch in meiner neuen Funktion diese abhalten.
Wenn jemand fragt, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, was jetzt in Graz anders wird, dann ist meine Antwort darauf, unser Blick auf viele Fragen wird nicht ein Blick von oben sein, sondern ein Blick von unten. Wer mächtig ist, braucht keine Hilfe. Das brauchen andere, die oft nicht im Rampenlicht stehen. Graz ist eine Stadt der Wissenschaft, eine Stadt der Kultur, eine Stadt der Industrie und des Gewerbes. Unsere Innenstadt und Schloss Eggenberg gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Graz ist Menschenrechtsstadt und darauf können wir natürlich gemeinsam immens stolz sein. Das sind Stärken, die wir in den nächsten Jahren ausbauen und natürlich auch besonders schützen möchten. Wir wollen aber auch dem profitgetriebenen Baugeschehen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Grenzen setzen. Deshalb ist die Revision des Flächennutzungsplanes eine Aufgabe, die für uns Vorrang hat. Wichtig für Graz ist auch die wirtschaftliche Entwicklung. Dazu werden wir das Gespräch mit allen suchen, die der Wirtschaftskammer ebenso wie mit der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft. Klimaschutz und Innovation können und sollen der wirtschaftliche Motor unserer Stadt als Standort sein. Besonderes Augenmerk möchten wir auf kleine und mittlere Betriebe legen, die einerseits durch die Pandemie und andererseits durch die Globalisierung in Bedrängnis geraten sind. Es ist auch notwendig, stets auf die Stimme der Zivilgesellschaft, der Bevölkerung und der Religionsgemeinschaften zu hören. Bürgerinitiativen und Basisorganisationen wissen oft sehr gut, was zu tun ist und deren Einbindung ist für uns von großer Bedeutung. Mit unserer Koalitionsvereinbarung eröffnen wir in Graz ein neues Kapitel. Unsere Parteien wurden von Menschen gegründet, die sich gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung gestellt haben und in der Tradition des Antifaschismus, der Arbeiterinnenbewegung, der Friedens-, der Frauen- und Umweltbewegung stehen. In ihrer Geschichte konnten sie vieles erreichen, für die arbeitenden Menschen, für die Gleichberechtigung und für die Umwelt. Jetzt wollen wir an die besten Traditionen unserer Bewegungen anknüpfen, mit dem Ziel, Graz freundlicher, sozialer, ökologischer und demokratischer zu machen. Die Menschen, die in unserer Stadt leben und arbeiten, egal ob jung oder alt, hier geboren oder zugezogen, leben und lieben unterschiedlich, haben verschiedene Talente, Neigungen, Hobbys und Berufe. Als Stadtregierung werden wir gemeinsam mit der Grazer Bevölkerung dafür eintreten, genau diese Vielfalt zu vereinen, indem wir Solidarität und Zusammenhalt auch leben. Das ist ein Versprechen und das ist unser Versprechen. Wir wollen damit auch ein Zeichen der Hoffnung in unsicheren Zeiten geben. Ich bin keine Pessimistin und habe Zeit meines Lebens immer wieder Auswege aus oft nicht einfachen Situationen gesucht und meistens auch gefunden. Deshalb gehe ich gemeinsam mit Judith Schwendner und Michael Ehmann auf diese gemeinsame Herausforderung, die bisher größte, mit Optimismus an. Dabei halte ich es für sehr wichtig, dass es über unsere Koalition hinaus positive Zeichen dafür gibt, dass auch andere Parteien in ihren Bereichen Verantwortung übernehmen wollen. Unsere Stadtregierung besteht aus 7 Personen, nicht nur aus den 4 Stadträtinnen, die unsere Vereinbarung unterschrieben haben. Die 3 Stadträtinnen von ÖVP und FPÖ haben wichtige Verantwortungsbereiche übernommen. Wir alle haben, und das ist auch gut so, Erfahrungen im Berufsleben gesammelt, bevor wir politische Funktionen übernommen haben. Und das ist für die Stadt immer wichtig. In der Pandemie, die wir jetzt alle durchmachen müssen, hat sich aber besonders deutlich gezeigt. Bei solchen Fragen muss die gesamte Politik an einem Strang ziehen. Ein Hin und Her oder der Versuch, sich auf Kosten der anderen Vorteile zu verschaffen, sind sehr gefährlich. Wir müssen stets das Gemeinwohl im Auge haben. Wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir in wichtigen Fragen die Unterstützung vom Land und vom Bund erhalten, wenn wir wichtige Vorhaben im Rathaus gemeinsam mit der Bevölkerung angehen, dann können wir auch vieles für sie erreichen.
Für mich ist dabei besonders wichtig, was wir in unserer Vereinbarung auch festgehalten haben. Die neue Stadtregierung will Solidarität fördern und vorleben und wird immer auf der Seite jener Menschen stehen, die es sich nicht so leicht richten können. Wir wollen sicherstellen, dass Zusammenhalt und Teilhabe am Leben der Stadt für alle Grazerinnen möglich sind. Unsere Stadt muss immer für alle Menschen eine gute Heimat sein. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat, und dafür werde ich gemeinsam mit Ihnen meine gesamte Kraft einbringen und mithelfen, dass wir diesen Weg gut gehen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Somit entfallen 42 Stimmen für Judith Schwendner und somit zur Wahl zur Vizebürgermeisterin.